Hallo an alle Interessierten da draußen. Schön, dass ihr hergefunden habt oder schön, dass ihr wieder da seid. Glaubt ihr an UFOs? An Aliens, die Lichtjahre zurücklegen, um uns einen Besuch abzustatten? Oder versuchen uns die Besucher gar vor uns selbst zu schützen? Einige Militärs glauben daran. Frei nach dem Motto I want to believe. Immerhin gibt es diese Berichte, dass immer wieder unerklärliche fliegende Objekte in der Nähe von atomaren Anlagen oder gar Raketenabschussbasen gesichtet worden sind. Zum Teil sollen diese extraterrestrischen Beobachter diese Anlagen auch manipuliert haben. Lasst uns in guter alter M-Files-Manier der Spur der einst geheimen Akten folgen. Da ich nicht weiß, ob es nun extraterrestrisches Leben gibt oder nicht, schließe ich also nicht aus, dass es sich bei diesen Beobachtungen und Erscheinungen auch um Phänomene mit irdischen Ursprungs handeln kann. So zumindest lassen sich die meisten Fälle erklären. Allerdings zeichnen einige Akten und Berichte hier ein ganz anderes Bild. Ich freue mich schon jetzt mit euch in den Kommentaren oder auch auf dem Discord ins Gespräch zu kommen. Wir befinden uns im Jahre 1947, hier kam es zu dem Roswell-Zwischenfall. Auch die Medien berichteten damals darüber. Nicht erst dieser Zwischenfall dürfte das Interesse des Militärs am Thema UFOs geweckt haben. Es wurde eine Untersuchung dieser Sichtungen unter dem Projektnamen Sign gestartet, auch im selben Jahr. Das Folgeprojekt sollte den Namen Quatsch, was so viel wie Groll bedeutet, bekommen. Ein Teil der damaligen Beteiligten am Projekt Sign, darunter auch der Projektleiter Robert Snyder, machte hierbei die Hypothese von Außerirdischen als bestmögliche Erklärung für die UFO-Sichtungen fest. Das Projekt wurde daraufhin von den Vorgesetzten aufgelöst und im Abschlussbericht ist zu lesen, dass es zu wenig Daten gäbe, um die Herkunft dieser Phänomene zu erklären. Im Jahre 1949 dann erblickte Projekt Quatsch das Licht der Welt. Die Prämisse änderte sich hierbei dramatisch. Es wurde von nun an die Meinung vertreten, dass es UFOs nicht geben würde. Eine ernsthafte Auseinandersetzung war während dieses Projektes nicht mehr möglich. Das Thema wurde als Witz betrachtet und man legte kaum Elan an den Tag, wirkliche Untersuchungen anzustellen. Das Pentagon kommunizierte gegenüber der Öffentlichkeit etwas völlig anderes. Na, wer hätte das gedacht? Piloten, welche Sichtungen mitteilten, wurden aufs Schärfste lächerlich gemacht und im Abschlussbericht vom August 1949 galten falsche Interpretationen, Massenhysterien, Lügen von Personen mit Geltungsbedürfnis und Psychosen als Grund für das Phänomen. Diskreditieren, um andere Meinungen klein zu halten, das kennt man ja auch schon von anderen Bereichen. Obwohl Einigkeit darüber bestand, dass UFOs kein Thema seien, wurde 1951 ein weiteres Folgeprojekt ins Leben gerufen, Blue Book. Die Leitung dieses Projektes wurde dem Air Force Captain Edward J. Ruppelt anvertraut. Sein Bestreben war es, die vorher belächelte Untersuchung systematischer zu gestalten und auf wissenschaftliche Beine zu stellen. Insbesondere führte er hierzu standardisierte Fragebögen ein, um die Sichtungen zu erfassen. Der Project Blue Book Special Report No. 14 wurde im Jahre 1954 veröffentlicht. Dieser enthält diverse Sichtungsberichte und Tabellen mit dementsprechenden Daten. Dokumentiert sind 3200 Sichtungen, die in den Kategorien Known, Unknown und Insufficient Information zusammengefasst sind. Auch die Qualität der Berichte ist eingruppiert auf einer Skala von 1 bis 4. Es kamen hierbei recht interessante Ergebnisse zutage. 33% aller als exzellent eingestuften Berichte wurden nach wie vor als unbekannt kategorisiert. Im Gesamten lag die Anzahl der unerklärlichen Himmelsphänomene und Sichtungen immer noch bei 22%. Exzellente Sichtungen waren hierbei Fälle, die von besonders zuverlässigen Beobachtern bzw. Beobachtergruppen gemacht wurden. Im Fazit dieses Berichtes allerdings bleibt die Air Force ihrer Linie treu. Der Bericht würde bestätigen, dass die Sichtungen sich nicht mit Außerirdischen in Verbindung bringen ließen. Edward Ruppelt veröffentlichte dann 1956 das Buch Report on Unidentified Flying Objects. In diesem kritisierte er die Bewertung seines Berichts durch die Air Force. Auch
warf er der Air Force vor, den Bericht für politische Zwecke instrumentalisiert zu haben, ohne auf die tatsächlichen Inhalte einzugehen. In seinem Buch kommt er aber zu dem Schluss, dass er mittlerweile davon überzeugt ist, dass es keine UFOs gibt, da beispielsweise die moderneren Satellitenüberwachungssysteme noch kein UFO beim Eintritt in die Erdatmosphäre beobachten konnten. Allerdings merkt er an, solange Menschen nicht zu identifizierende Flugobjekte melden, solange sei es die Verantwortung der Air Force, diesen Meldungen auf den Grund zu gehen. Blue Book wurde dann letzten Endes 1969 eingestellt, da man auch hier zur Schlussfolgerung kam, dass die UFO-Sichtungen nicht relevant sind. Im Abschlussbericht blieben dann von 12.618 Fälle noch 701 Fälle übrig, die als undefiniert eingestuft wurden. Auch wurde weitere Kritik an dem Projekt laut, die gesamte finanzielle Ausstattung der Operation sei unzureichend. Außerdem habe die Air Force nur das Interesse gehabt, die Öffentlichkeit über die Realität und das Ausmaß des UFO-Phänomens zu täuschen. So Ruppelt weiter in seinem Buch. Bevor wir nun zu einigen Berichten kommen, die das Auftauchen dieser Flugobjekte bei atomaren Anlagen und Waffensystemen dokumentieren, möchte ich noch auf ein weiteres Programm des US-Verteidigungsministeriums hinweisen. Denn das Interesse an diesem Phänomen ist bis heute ungebrochen. Dazu begleiten wir am besten einen FA-18 Super Hornet-Piloten auf einem seiner Flüge. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS, though, is it? That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. Dieses Video wurde im Rahmen des Advanced Aerospace Threat Identification Programms durch das US-Verteidigungsministerium freigegeben. Das Programm hatte ein Budget von jährlich 22 Millionen Dollar und war mit Absicht gut im jährlichen Gesamtbudget des Pentagons von 600 Milliarden Dollar versteckt. Dieses Black Project startete bereits 2007 und wurde durch den Politiker der Demokratischen Partei, Harry Mason Wright, initiiert und finanziert. Auch hier wurden wieder eine Menge Berichte gesammelt über Objekte, die ein merkwürdiges Flugverhalten an den Tag legen. Zwei weitere Senatoren, Ted Stevens und Daniel K. Inouye, die auch Mitglieder im Unterausschuss für Verteidigungsausgaben waren involviert. Beide sind mittlerweile im Abstand von 2 Jahren verstorben. Inouye starb im Alter von 88 Jahren an Atemwegsproblemen im Walter Reed National Military Medical Center. Stevens starb am 9.8.2010 bei einem Flugzeugabsturz in Alaska, als er auf dem Weg zu einer Angeltour mit 9 weiteren Personen war, darunter auch Sean O'Keefe, der ehemalige Leiter der NASA, der diesen Absturz schwer verletzt überlebte. 2012 dann soll auch dieses Projekt offiziell zum Ende gekommen sein. Als Grund für das Auslaufen gab man an, es gebe höherwertige Prioritäten, die eine Finanzierung bedürfen. Der Leiter des Programms, ein gewisser Luis Elizondo, gab an, dass nur die Finanzierung auslief und es bereits Nachfolgeprojekte gebe. Interessantes Detail am Rande: In Las Vegas sollen Gebäude so umgebaut worden sein, dass sie zur Lagerung von Materialien und Legierungen außerirdischen Ursprungs geeignet sind. Seht ihr auch ein Muster? Programme und Projekte, die es erst nicht gibt, dann aber schon? Forscher und Militärangehörige, die sich nicht trauen, etwas beizutragen? Wer möchte schon gerne seinen guten Ruf verlieren? Zudem möchte ich zu bedenken geben, dass die Amerikaner nicht die einzigsten sind, die sich mit diesem Themenkomplex auseinandersetzen. Dieser Vorlauf zum Thema war aus meiner Sicht nötig, um die Ausmaße zu verstehen. Immerhin haben wir uns bis jetzt nur mit belegten US-Programmen beschäftigt. Nun, gibt es denn jetzt Berichte über UFOs, die sich über atomaren Anlagen getummelt haben sollen? Ja, in der Tat. Ich darf euch vorstellen, Los Alamos. In dieser Einrichtung wurde während des Manhattan Projects
die erste Atombombe entwickelt. Dass dieses Phänomen bereits damals für schlaflose Nächte gesorgt haben dürfte, geht aus einem einst geheimen Aktenvermerk hervor. Sightings of UFOs reported at Los Alamos and Oak Ridge at a time where the background radiation count had risen inexceptly. Here we won out even Blue Yonder explanations that might be tenable, and we still are left with numbers of incredible reports from credible observers. Sichtungen von UFOs in der Nähe von Los Alamos und Oak Ridge werden uns zugetragen, gerade als die Hintergrundstrahlung auf unerklärliche Weise anstieg. Hier gehen uns auch haltbare Blue Yonder-Erklärungen aus. Zudem haben wir immer noch eine Reihe von unglaublichen Berichten von glaubwürdigen Beobachtern. Einige dieser Berichte aus der Zeit möchte ich euch nun vorstellen. Es ist der 13.12.1948 gegen 1 Uhr nachts. Ein Meteorologe, ein Verbindungsbeamter und ein Geheimdienstmitarbeiter befinden sich auf dem Highway 85 von Las Vegas nach Santa Fe. Hier beobachten sie dann während der Fahrt ein meteorähnliches Objekt, das sich von Westen nach Osten bewegt. Der Meteorologe ist der Meinung, es kann kein Meteor sein, da beispielsweise der Schweif fehlt. Das Objekt soll sich etwa 15 Meilen südöstlich von Las Vegas befunden haben. Dr. La Paz, der Meteorologe des Trios, nahm sich etwas Zeit, um die Flugbahn zu berechnen und später nachzusehen, ob es in diesen Gebiet Spuren eines Meteoreinschlags gab. Er hat keine Spuren gefunden. Das Himmelsschauspiel wurde auch von zwei militärischen Angestellten in Los Alamos beobachtet. Jetzt könnte man argumentieren, okay, alles ewig her, wer weiß, was die gesehen haben wollen. Allerdings reißen solcherlei Berichte nicht ab. Dieser Bericht dokumentiert einen Fall vom Abend des 4.4.1988 am Erie-See in der Nähe des Kernkraftwerks Perry, Ohio. Die Küstenwache hatte hier die Nachforschung vorgenommen und schrieb, dass ein großes Objekt, das über dem See schwebt, beobachtet wurde. Das Objekt soll in der Lage gewesen sein, sich in 5 einzelne Objekte aufzuteilen und dabei unmögliche Flugmanöver auszuführen. Unter anderem wirbelte es schnell hin und her und konnte während des Fluges stoppen. Wenn man alle Berichte und Projekte, Nachforschungen und Meldungen rekapituliert, fällt es mir persönlich recht schwer, nicht daran zu glauben, dass doch einiges mehr über unseren Köpfen abgeht. Eine Frage hatte ich zu Beginn auch in den Raum gestellt. Haben UFOs möglicherweise auch atomare Einrichtungen deaktiviert oder manipuliert? Akten konnte ich hierzu leider keine finden, allerdings diesen Zeitungsartikel und die Aussagen eines gewissen Captain Robert Sullers, die wir gleich noch sehen werden. In dem Artikel behaupten 6 pensionierte Offiziere und ein ehemaliger Unteroffizier Aussagen von mehr als 120 Militärs gesammelt zu haben, welche belegen sollen, dass Aliens öfter mal Nuklearanlagen beeinträchtigen. Bei einem Vorfall im Jahre 1967 war Sullers selbst im Dienst auf der Malmstrom Air Force Base in Montana und war somit selbst Zeuge dieser Ereignisse. Lassen wir ihn selbst zu Wort kommen. At that time, I was a first lieutenant, U.S. Air Force, stationed at Malmstrom Air Force Base, Montana. I was trained and assigned duties as a missile launch officer for the Minuteman 1 intercontinental ballistic missile. I was designated deputy missile combat crew commander and part of a 2-man crew. We were on duty inside the Oscar Launch Control Center, a concrete capsule located about 60 feet underground. We had operational control over 10 Minuteman nuclear missiles. Each missile operates independently and has its own source of primary and backup power systems. It is important for you to note that the command and control for these missiles was entirely located within the capsule. There was absolutely no means to affect any of the missile systems from outside the capsule. Minutes later, the FSC phoned again and reported in a very agitated state that there was a large oval-shaped object hovering above the front gate. It was a red pulsating lighted object. He had all the men out there with their weapons drawn. He wanted me to know, wanted me to tell him what to do next. As I started to inform my commander, our missiles began to shut down. We lost alert status on all 10 missiles while this object was above our facility.
When we queried the fault system, all missiles reported guidance and control system failure. At the same time, we had indicator lights showing security violations at two of the launch facilities where the missiles were physically located, and directed the security alert team to be sent to those launch facilities with security violations to investigate those indications. When the security alert team arrived at the affected LFs, meaning launch facilities, they reported seeing the object hovering over those sites. As they approached closer to the object, they lost all communications with the FSC. After speaking to the wing command post, Lieutenant Mywald informed me that the same thing happened at another flight. At that time, I assumed that meant that night, but it turns out what he meant was it happened at another flight about a week earlier, and that's the Echo flight incident, which I'll talk about shortly. Dieses Hearing fand im Rahmen vom sogenannten Disclosure-Projekt statt. Hier erzählt davon, dass UFOs über die Base geschwebt seien und mindestens 10 autarke und redundante Minuteman-Raketen außer Kraft gesetzt haben. Die originale Anhörung findet ihr wie alle anderen Quellen auch wie immer in der Videobeschreibung. Des Weiteren gibt an, man habe ihm verboten, über den Vorfall zu sprechen, da die Air Force das Ausmaß und die Auswirkungen des UFO-Phänomens verschweigen wolle. Ähnliche Vorfälle soll es, so Sallas, auch an anderen Orten der USA gegeben haben. Das Interesse der Besucher am Waffenarsenal der USA scheint recht groß zu sein. Um dies zu verschleiern, soll hier mit Fake News und Desinformation gearbeitet werden. Soweit die Akten und Sallas Aussage. Was meint ihr? Fiktion? Wahn? Spinnerei? Ich denke, alleine die Tatsache, dass es immer wieder geheime Programme gab, die sich mit diesem Phänomen befassen, spricht eine mehr als deutliche Sprache. Lasst uns gerne in den Kommentaren ins Gespräch kommen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like zurück und ich freue mich, wenn ihr das Video teilt. Wenn ihr euch traut, könnt ihr auch ein Abo dalassen und denkt dran, die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal hier bei den M-Files.